Jetzt holen wir ein paar Rubellose und dieses Cash. Alter, Moi sieht schon wieder aus wie der letzte Penner, Digga. Hat der Typ überhaupt geschlafen, Alter? Armer nach Soktum. Damit will ich euch nur zeigen, Freunde, dass Suchtspiel und so eine Scheiße nichts bringt. Jeder von euch hat mal gedacht, als ihr so unterwegs wart, Digga, hätte ich um 100 Euro diese Lose gekauft, hätte ich wahrscheinlich was rausbekommen. So, Jarrak mit Soße hättest du was rausbekommen. Aber wenn wir 20.000 Euro rauskriegen, Bruder, dann macht so mal keine Videos. Also ganz kurz, mir wurde gesagt, dass es in dem Video auch ums Thema Glücksspiel geht, ne? Ich möchte ganz kurz eine Sache loswerden. Jetzt mal kurz Real Talk, ne? Kein Spaßgelaber jetzt gerade. Guck mal, ihr wisst ja, aktuell ist das Thema Slots gerade ja auf einem oder generell das Thema Glücksspiel ist ja gerade auf einem sehr, sehr großen, vor allem hier auf Twitch, ein sehr großes Thema, ein sehr großes Gespräch, ne? Wir wissen, wir machen alle immer wieder gerne den Joke mit, haha, ab in die Slots, ab 100 Euro die Umdrehung, die Stars, alles drum und dran, ne? Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir brauchen alle jetzt nicht am Anfang immer die ganze Zeit dazu zu sagen, ach, der Monte und der Knossi und bla bla. Ihr wisst es, ich mag Monte und Knossi, ich feiere die Jungs. Aber ich habe in letzter Zeit eine sehr persönliche Erfahrung mit dem Thema gemacht. Nicht, dass ich jetzt selber gespielt habe oder so. Aber ich habe angefangen, Monte und Knossi seine Streams intensiv zu gucken. Also wirklich, ich bin abends teilweise drangehangen und habe mir wirklich einen ganzen Knossi-Stream gegeben. 7 Stunden lang, habe geguckt, wie er Casino zockt, ne? Und ich kann es absolut nachvollziehen, dass es extrem unterhaltend ist. Es macht Spaß, dazu zu gucken. Es macht Spaß zu sehen, wie jemand anders hohe Summen einsetzt, wie jemand anders hohe Summen gewinnt. Definitiv ja. Aber auf der anderen Seite, und da bin ich immer ein bisschen mehr dahinter, denke ich mir so, auf Dauer ist es ein schwieriges Thema. Wir wissen alle, dass Glücksspiel extrem süchtig macht. Wir wissen alle, dass Glücksspiel nicht die Methode ist, um irgendwie Geld zu verdienen. Man verliert dabei immer Geld, rational gesehen. Und wir wissen alle, dass junge Leute sich die Streams anschauen und vielleicht nicht nur junge, vielleicht auch einfach Leute wie ich. Zum Beispiel, ich habe gemerkt, so seitdem ich mir die Streams angeschaut habe, habe ich auf jeden Fall so schon das Bedürfnis mal so gehabt, so oh, jetzt nur eine Runde mal an diesen Spielautomat setzen und mal ein bisschen ein paar Dinger drehen, hätte ich jetzt schon Bock gehabt, so wäre ich nicht abgeneigt dagegen. Und da ist so der Punkt für mich, wo ich sage, das ist auf jeden Fall eine gefährliche Sache. Keine Frage, das ist alles Entertainment und die Jungs sagen immer dazu, dass die Leute das nicht machen sollen und so. Aber unterm Strich ist es eine sehr schwierige Sache und Glücksspiel ist gerade vor allem hier für junge Zuschauer eine abgefuckte Sache. Hey, ein, zwei von meinen Mods oder auch aus meiner Umgebung haben auch so ein bisschen angefangen mit Glücksspiel und ich muss auch ehrlich sagen, auch Jungs, wenn ihr gerade zuguckt, ich finde es echt eine scheiß Aktion von euch, dass ihr das gemacht habt. So, und ich hoffe für euch, dass ihr da einfach wieder mit aufhört, weil können wir auch gerne nochmal auf dem Discord besprechen, aber es ist einfach, unterm Strich ist es einfach scheiße, Mann. Es ist einfach scheiße. Jetzt bin ich mal gespannt, was Mois zu dem Thema zu sagen hat. Das Beispiel, wie ihr nicht sein sollte, seht ihr, John? Digga, das glüht mein Herz auf. Spielsucht ist incoming. Der Nächste. Und wieso bist du jetzt glücklich? Keine Rubellose, keine Automaten, spiel keine. Wieso bist du jetzt glücklich? Einfach so, ich wollte so Reaktion fegen, so. Also, ah, wirklich? Ja. Bruder, spielen ist haram. Schau, wenn wir... Aber schnell, was kommt hier noch raus? Es kommt nichts raus, genau das! So, da die Kamera jetzt geputzt ist und meine Nerven... Das gleiche Video hat, glaube ich, auch Mr. Beast gemacht, wenn mich alles täuscht. ...beruhigt sind, haben die Kontrahenten am Sofa sitzen. Nikoslav Schwul. Für alle, die den nicht kennen, das ist einer der witzigsten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Majestic Astro, a.k.a. Bagbo Benim Hayatim. Und ganz links... AKA Spielsucht, sein Vater, ich werde 10.000 Euro gewinnen und in Urlaub fliegen. Nico, bist du spielsüchtig? Nein. Bist du spielsüchtig, Herr Maestro? Nein. Bist du auf gar keinen Fall. Okay. Trotzdem machen wir aus dem Ganzen eine Challenge. Der am wenigsten rausrubbelt, der wird gefickt. Der am meisten. Jetzt wäre der Wixdo-Emote angebracht gewesen. Aber leider hat Twitch oder irgendjemand es für unangebracht empfunden, diesen Emote weiterhin auf meinem Kanal für zu genehmigt zu halten. Deswegen wurde er leider entfernt, meine Freunde. RIP in Peace, wickst du Emote. Der meisten rausrubbelt, der gewinnt das ganze Geld von allen Rubbellosen. Das heißt, wenn der sogar 800 gewinnt, die 800 gehören dir, obwohl ich das alles bezahlt habe. Video zieht sich so spul vor. Okay, zeig mal her. 7, 2, 6, Freunde. 7 Euro von 300 Euro Einsatz. Kompletter Verlust. Achso, 1000 Euro. Okay, jetzt zählen wir, wie viel wir haben. Erste Runde. Okay. Habe ich. Achso,
Ich hab 30 Euro. 30 Euro? Ja, ich hab 30. Okay, ich hab hier 10. Hier habe ich 10, also 20. Und hier habe ich auch 20. Also 40 Euro habe ich rausgeholt. Okay, ich hab 30. 30. Du, wie viel hast du? Sag doch. 15 Euro. 15. 15. Wie viel hast du? 25. Okay, aber okay, du bist ja nicht vorbei. 40, 80, mit ihm zusammen sind wir bei 110 Euro von 300 Euro Einsatz. Kompletter Verlust. Verflucht sein, dieses Glück. Aber jeder muss zählen, wie viel er hat. Ich hab ne 7. Was ist das denn? Wollt ihr dabei sein? Kannst du 30% Verlust gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, also, wenn wir was gewonnen hätten und einen krassen Gewinn gehabt hätten, dann wären wir alle wahrscheinlich bis zum Ende der Welt. Dass er wirklich denkt, dass er damit davon kommt. Das ist besser an der ganzen Geschichte. Ihr müsst euch überlegen, der gerade abgefatzt ist, gell? Der hat einmal bei uns im Hotel, ne? Wir waren alle in einem Hotelzimmer und es war so richtig behinderte Stimmung auf der FIBO. Also wirklich, wir waren alle richtig behindert. Richtig behindert drauf. Er aus dem Nichts, ne? Ihr müsst euch überlegen, die Tür, die ihr gerade seht, ne? Die stand offen und wir chillen alle so in einem kleinen Raum. Da geht's raus, niemand fragt sich so, hey, was geht jetzt ab, ne? Und auf einmal, ja, Digga, Jack war auch mit dabei. Auf einmal, der springt an der Tür vorbei und in dem Moment, wo der in der Luft ist bei der Tür, ne, lässt er einfach einen fahren und fliegt dann so an der Tür vorbei. Digga, wir hatten einen Lachfleisch, Digga, halt dein Maul. Und inshallah macht er die Tür zu, ich mach nicht mehr auf. Ja, auf jeden Fall. Nicht schlecht, der ist noch drin, oder? Die Message des Videos wäre dann anders, wenn wir was gewonnen hätten. Klar, ich wäre froh, ich wäre glücklich und so, wenn da zum Beispiel 10 Riesen rausgekommen wären. Aber wir würden im Kopf immer haben, Digga, man kann große Batzen rausholen und so weiter und so fort. Deshalb bin ich jetzt, klar, wir haben 500 Euro verloren, aber ich bin trotzdem jetzt glücklicher zu sehen, dass das gar keinen Sinn ergibt. Guckt euch bitte mehrmals das Video mit Werbung, full schaltet bitte 10 mal Werbung, damit wir noch mehr Rubellose kaufen. Moment, nein. Bester Mann, Digga, diese Werbeunfreundlichen. Mein Video wurde heute auch entmonetarisiert. Aber ich hab's auch herausprovoziert. Deshalb, ich wollte zu dem Ende des Videos kommen und sagen, guckt, habt ihr gesehen, so viel ausgeben, trotzdem nichts rausbekommen. Wir konnten es testen. Es kommen in Zukunft allgemein mehrere Formate, wo man auch Reaktionen der Menschen sieht, wenn man denen viel Geld gibt. Mr. Beast, like, das war das erste Video. Dankeschön fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Genau. Finde ich geil, diese Formate. Mhm. Ich hoffe, dass ich das in Zukunft auch machen kann. Ich hatte euch ja von so einem Placement erzählt, das ich machen will. Da hatte ich ja übel Bock drauf, dass ich da 10k bekomme, mit denen ich dann machen kann, was ich will. Bisschen verlosen, dies, das. Aber man sieht extrem oft in letzter Zeit, dass Leute halt extrem viel Geld beim Glücksspiel gewinnen, ne? Und das ist natürlich auch immer der Wunsch, ne? Du gehst ins Casino, du gehst an die Slotmaschine. Guck mal, und ich sag's auch immer wieder dazu, nicht, dass ich dann irgendwie irgendwann drauf festgenagelt werde, ich sag's immer wieder dazu, ich hab nichts gegen sowas wie Blackjack, okay? Wenn ich mal eine Runde ins Casino mit meinen Jungs gehe, was wir demnächst auch machen werden, oder mit Knossi auch gerne eine Runde ins Casino, eine Runde Blackjack spielen, am Tisch Karten, mit niedrigen Einsätzen, dann sage ich so, ey, ganz ehrlich, das ist irgendwo ein Unterhaltungsfaktor, der mit ein bisschen Geld zu tun hat. Ist in Ordnung, wenn man das mal macht, ne? Solange das sich in Grenzen hält. Aber sobald ich anfange, mich an diesen Spielautomaten zu setzen, Digga, dieser Spielautomat ist einfach nur dafür konzipiert, dass man süchtig davon wird. Diese Farben, diese Lichter, alles drum und dran, ist einfach nur dafür gemacht, dass du süchtig davon wirst. Und, ja, keine Ahnung, es ist halt einfach nicht vertretbar, meiner Meinung nach. Also mir hat's null Spaß gemacht. Null. 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 Null, ne? Null. Weißt du, was ich im Kopf hatte die ganze Zeit? Ich hätte mit den 1000 Euro in Dings gehen können. Wie heißt das? Artemis. Artemis, ja. Ich treib mich in solchen Sachen nicht auf. Artemis ist ein Puff, oder? Ich hätte alle einfach so auf den Tisch. Hier kommt ja eine Bestrafung noch. Zigarette in Augapfel. Nein. Ja. Zigarette in Arschloch. Ja, ich find's so verschickt, dass Maestro einfach jetzt vor der Kamera chillt. Wir fangen simpel an. Sondern einfach Faust im Bauch. Warum laberst du so, Nico? Was ist das für ein Kommentar? Verstehe ich nicht, was du damit meinst. Vertrittst du das nicht, was ich gerade sag? Genau. Bist du der Meinung, dass es gut ist, wenn man Glücksspiele in der Öffentlichkeit zeigt, um Es gibt cool, also es gibt natürlich, und da ich, also, wie soll ich sagen? Sprachen lernen. Andere Leute dazu aufzufordern, Glücksspiel zu machen. Aufzufordern, die dazu anreizen. Verstehe nicht, muss ich dir ehrlich sagen. Nein, mach nicht raus im Bauch. Doch, weißt du, was richtig lit wäre? Bruder, kann ich gleich von Abu Julo so richtig sagen. Boah! Okay, da kommt jetzt nichts mehr. Ja, also
ist ein Thema für mich. Ist meine Meinung zum Thema. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich weiß nicht, ob ihr sagt, ja, steht ihr hinter der Aussage, steht ihr nicht dahinter, aber... Guck mal, mir geht es gar nicht darum, dass ich irgendwie mit dem Thema hier gerade irgendjemanden schlecht machen will von den anderen Streamern, ne? Knossi zum Beispiel. Ich bin mit Knossi echt viel in Kontakt. Ich mag Knossi echt gerne. Knossi ist ein super Entertainer. Also wirklich ernst gemeint, es ist ein sehr guter Entertainer. Ich gucke mir sehr gerne seine Sachen an. Und der Knossi macht das auch einfach sehr gut. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich ihn gerne mag, auch wenn ich ihn übel feiere, genauso wie Monte, kann man noch so viel schön reden, wie man will, dass die Jungs Casino streamen, ist einfach nicht gut. Es ist einfach nicht gut. Kann man jetzt noch so viel sagen? Es ist einfach nicht gut.